Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Status-Update bei wachtelfarm.com. Ja, die bisher kälteste Nacht in diesem Jahr ist durch. Wir haben minus 17 Grad gehabt, vielleicht sogar noch weniger. Heute Morgen um 7.15 Uhr waren es minus 16,5 Grad bei uns hier. Die Eier sind wieder geplatzt, wieder kaputt gefroren. Auch da, das eine habe ich schon geschaut. Auch das ist kaputt gefroren. Das liegt zwar in einem vermeintlichen Nest, aber ganz offenbar sind die Wachteln nicht drauf sitzen geblieben. Ja, ich habe jetzt umgesetzt, was umzusetzen ist. Ich glaube minus 18 Grad, da ist niemand sicher. Gestern kam noch ein, zwei Hinweise, was man machen könnte. Man spricht das Satzki aus, hat mir empfohlen, eine Art Legenester zu bauen, Legehöhlen. Ich habe sowas schon mal gehabt. Und zwar sind das, ja, ich sag mal, alte Blumentöpfe. Also das sind diese schwarzen Töpfe aus Supermärkten, wo dann so Osterglocken und dergleichen drin verkauft werden. Die haben wir in großer Anzahl mal sehr viel bekommen von. Und ja, das Loch war etwas zu klein für den Zweck, den ich jetzt brauchte. Ich musste es gestern noch ein bisschen vergrößern. Das so zum Hinstellen. Die hatten wir im großen Stall eine Weile als Verstecke. Und dann hat Jasmin noch den Hinweis gegeben oder meinte, man könnte doch das mal versuchen. Es gäbe ja so Strohringe zu kaufen. Also ich habe den nicht gekauft. Ich habe den dann gestern aus dem Heu, das ich habe, mittels Bindfaden, da sieht man das, habe ich den selber zusammengewickelt. Der ist auch wirklich schön stabil. Den könnte man theoretisch für Dekozwecke nehmen. Und der hat so ungefähr die Größe von diesem Topf, so dass ich diesen Ring hingelegt habe. Dann den Topf darauf gestellt. Ja, und das ist tatsächlich so. Also, ihr seht das. Da ist dieses vermeintliche Nest drin. Da noch ein bisschen Heu drauf gelegt, um das gemütlicher zu machen. Und selbst wenn die Wachteln nur vorhaben, da aus Doofheit reinzulatschen und das Heu wieder platt zu latschen, dann schaffen die das nicht mit dem Ring. Also die werden dann schon merken, dass da mittig ein Nest ist. Das gleiche habe ich unten auch nochmal. Und ich glaube, da wurde es auch genutzt in der Nacht. So sah das nämlich aus. Allerdings hier, blöderweise, liegt das Ei davor. Und schaut mal, wie das aufgefroren ist. Also so richtig. So habe ich es noch nicht gesehen, dass ein Ei so kaputt gefroren ist. Hier, komm, ein Bonbon. Musst du lutschen. Das ist ein Wachteleier-Eis. So. Hier sieht das fast so aus, als hätte eine Wachtel drin gesessen. Auch da habe ich das genauso gemacht wie oben. Den Ring reingelegt und Heulose draufgelegt. Von noch vor mir könnte man es annehmen. Ja, aber anhand der Eier habt ihr gesehen, diese Kälte überstehen die nicht. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin gestern so zu 17.15 Uhr ungefähr noch mal draußen gewesen, habe die Eier abgesammelt und es war mir ehrlich gesagt zu kalt. Also ich habe zu dem Zeitpunkt die Tränken noch mal komplett eisfrei gemacht. Heute Morgen waren die natürlich auch wieder komplett durchgefroren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei minus 10, minus 11 Grad wollte ich um 19 Uhr, 19.30 Uhr nicht noch mal raus. Und deswegen auch hier wieder, da ist der Riss und da ist der Riss. Komm her, mein Lieber. Der Hund liebt das.
Der wartet natürlich jetzt immer auf die Frosteier. Ja, also, die Wachteln haben es überstanden. Ich war gerade im großen Stall. Ich will hier mal noch gucken, ob ein Ei drin liegt. Nein, da liegt das Heu, alles schön platt. Ja, also die Wachteln haben es überstanden, haben jetzt natürlich einen Mörder gestürzt. Und ja, die Eier haben es halt nicht überlebt. Die, die nach 17.30 Uhr noch gelegt wurden, sind natürlich jetzt alle kaputt. Von daher heißt es eben wirklich bei diesen arktischen Temperaturen rund um die Uhr einzusammeln. Ja, nochmal im großen Stall war ich auch gerade. Keine Eier drin, also die haben dann auch zum Abend keine mehr gelegt, so wie ich das gerade gesehen habe. Jetzt, das seht ihr da, scheint die Sonne drauf. Als ich vor einer Viertelstunde drin war, waren es minus 5 Grad statt minus 12, die wir normal haben. Und ich vermute fast, dass wir jetzt schon ungefähr bei 0 Grad sind. Das heißt, da habe ich tagsüber nicht das Problem, dass die Tränken zufrieren. Das passiert nur in der Nacht. Was also im Sommer ein Problem wird, ist die Hitze da drin. Ist jetzt, wenn die Sonne scheint, also wenn das Wetter so toll ist bei der Kälte, von Vorteil. Ja. Das war's von mir. Ihr habt meine kleinen Legenester gesehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise. Bitte in die Kommentare. Und falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da. Wer übrigens den Hund ab und an mal sehen möchte, der wird in meinem Gartenkanal fündig. Den verlinke ich jetzt hier im Abspann mal. Bis zum nächsten Mal.